Hallo und herzlich willkommen bei Praxis Camus. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer kennen diesen Spruch, den ich Ihnen am Ende eines Videos mit auf den Weg gebe. Wie bleibe ich aber gesund, gerade jetzt in der aktuellen Zeit? Vitamine, Spurenelemente, Pilze, die Supplementierung dieser Stoffe ist für das Immunsystem und für die Abwehr signifikant wichtig. Hierüber brauchen wir uns überhaupt nicht zu streiten und zu diskutieren. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Und ich muss einfach wissen, oder mir muss es einfach klar sein als Mensch, als Patient, dass das Immunsystem das eine ist, aber man selbst, jeder von uns, noch zusätzlich eine Risikominderung einfach machen kann, sehr, sehr einfach und simpel, die langfristig wirklich dann einen noch höheren Schutz vor Infektionen bietet. Der simple Abstand und die simplen Hygienemaßnahmen, die in der Öffentlichkeit gefordert bzw. angeordnet wurden, sind elementar. Wir wissen einfach alleine aus der medizinischen Geschichte, dass Hygienemaßnahmen, sei es das Händewaschen, Mundschutz, so manche Infektionsgeschehen, manche Pandemien signifikant herunterfahren konnten. Das sind keinerlei obstrusen Gedanken, das ist einfach Fakt. Durch eine ordentliche Hygiene, das heißt eine Minderung der Erreger auf Oberflächen, beispielsweise auch an den Händen, was ich alleine durch simples, ordentliches und gründliches Händewaschen vermeiden kann, ist ein ganz, ganz großer Schritt getan. Ein Mundschutz, einen Mund-Nasen-Schutz, der natürlich keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Infektion darstellt, aber die Verwirbelung des eigenen Ausatmens insoweit eine Veränderung der Verwirbelung der Ausatemluft bewirkt, sorgt schon dafür, dass mein Gegenüber keine direkte Ausatmung von mir bekommt. Und somit ist das Risiko für mein Gegenüber schon mal reduziert. Diese berühmten AAA-Maßnahmen, Abstand, Hygiene und Alltagsmaske tragen, sind die zweite Seite der Medaille, um wirklich gesund durch eine Infektionszeit durchzukommen. Und deshalb in diesem Sinne, bleiben Sie gesund.